Hallo, mit diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das Spiel Der Patrizier mit Hilfe der DOSBox auch auf aktuellen Betriebssystemen wie Windows 7, Windows 8, Windows Vista oder Windows XP spielen könnt. Und wir starten wie immer erst einmal den Windows Explorer und werfen einen Blick auf die CD. Also ich habe jetzt hier eine CD aus einer PC-Spielezeitung und um das Spiel starten zu können, müssen wir erstmal die Installation durchführen und dafür haben wir hier die Install-Datei, die wir dann starten müssen, um ja die Installation durchzuführen und dann das Spiel spielen zu können. Und beachtet bitte, bevor wir jetzt die DOS-Box starten, dass ihr auf eurem Laufwerk C den Ordner DOS erstellt habt, denn in diesem Pfad werden wir jetzt die Installation durchführen und aus diesem Pfad heraus werden wir dann auch das Spiel starten. Ja, und jetzt starten wir die DOS-Box und mounten wie immer erst einmal die Festplatte. Jetzt das CD-ROM-Laufwerk. Und beachtet hier bitte auch, sollte euer CD-Laufwerk nicht wie bei mir den Laufwerksbuchstaben D haben, sondern zum Beispiel E, F oder G, dann müsst ihr das hier bei diesem Befehl entsprechend anpassen. Also das Mount D bleibt immer gleich und hier gebt ihr euren tatsächlichen Laufwerksbuchstaben für das CD-Laufwerk an. Ja, und jetzt wechseln wir auf das CD-Laufwerk und starten die Install-Exe, um die Installation durchzuführen. Na, Install. Als Ziellaufwerk wählen wir das Laufwerk C und lassen die Eingaben so, wie sie sind und bestätigen das mit Enter. Und jetzt erfolgt die Installation. Gut, die Installation ist fast abgeschlossen. Er fragt uns jetzt hier, ob wir die Animationssequenzen auch auf die Festplatte kopieren wollen. Das wollen wir natürlich und geben jetzt hier Z ein und bestätigen das mit Enter. Ja, und jetzt ist die Installation schon abgeschlossen. Wir könnten jetzt das Spiel schon starten mit dem Befehl Patriz. Und ich würde euch jetzt aber nochmal zeigen, wie ihr das Spiel bei einem erneuten Starten der DOS-Box starten müsst, beziehungsweise welche Befehle ihr eingeben müsst, da wir die Installation nicht ein zweites Mal durchführen müssen. Wir beenden also erstmal wieder die DOS-Box und starten die DOS-Box neu. Wir mounten wieder die Festplatte. Jetzt das CD-ROM-Laufwerk. Wechseln jetzt auf die Festplatte C in den Ordner Patrizier, CD Patriz und starten jetzt das Spiel ebenfalls mit dem Befehl Patriz. Und ihr seht, das Spiel läuft. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Spiel.